Hallo, Hallöchen und willkommen zum nächsten Teil bei diesem kleinen Weihnachtsjournal. So, ich hatte noch ohne Kamera hier das Dingens gemacht. Da will ich aber gerne noch. Moment, damit das mal ein bisschen zu bleibt. Da würde ich nämlich gerne noch das und das. Ja, so ein bisschen, ne? Da haben wir nämlich noch ein schönes Notizheft. Das war von so einem Reststück da. Ja. Einmal dieses. Und einmal jenes. So, und jetzt kann das nämlich schön für sich hin trocknen. Was das da macht. In der Zeit mache ich nämlich noch ein paar andere Sachen. Ah, damit das ein bisschen mehr zusammenbleibt. Die Klemme will ich dann nicht so lang drauf lassen. Mache ich die Büroklammer drauf. Ja, irgendwo muss er da behalten. Ja, so jedes. Nehmen wir mal dahin. So, damit machen wir dann was. Und da habe ich schon noch die Restschnipsels hier. Die so ein bisschen, ne? Da mache ich auch noch was mit. Ich weiß noch nicht, was. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, und hier habe ich noch so ein Stückchen, das ist ganz gut. Ich würde ja auch irgendwie so hier an das. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber mir ist heute noch eingefallen, warum mancher vielleicht denkt, dass ich schimpfe oder so. Ich habe so einen Hang zur Ironie und zum Sarkasmus. Ne? Ah ja. Das ist aber auch dann eigentlich ja, eine spezielle Art von Humor. Was soll das? So, hier, das will ich auf jeden Fall was inken. Doch, das sieht doch schon was besser aus. Das sieht doch schon was besser aus. Ich weiß bloß nicht, wohin mit dem Ding. Aber ich will das. Love the giver. More than the gift. Also liebe den Geber mehr als das Geschenk. Und das stimmt ja schon, ne? Juh. Ja, und wie mache ich die Bändelchen dran? Und welche Bändelchen nehme ich? Oh Gott, Fragen über Fragen. Ja. Welche Bändelchen nehme ich? Das ist mal, boah, ey, das ist sowas von schwer. Buh, buh, buh. Tja. Ja, was mache ich hier hinten drauf, ne? Ich dachte schon mal, soll ich dann nicht irgendwo noch ein bisschen mit dem. Das, was ich in Kupfer habe, habe ich auch in Silber, ne? In Gold habe ich jetzt auch. Und ich meine noch in anderen Farben. Ich weiß es aber nicht. Die habe ich aber in irgendeiner Kiste, die anderen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das da irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, und das. Das habe ich schon mal gefaltet, weil so finde ich, das sieht aus wie ein Heftchen. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Seiten. Ja, aber möglichst gerade. Oh, da ist aber eine kurze dazwischen. Die will ich aber nicht. Nee. Die hat nicht die richtige Höhe. Nee, so nicht. Die hier, nee, die sind auch nicht hoch genug. Wenn ich das dann so mache. Ja, könnte hingehen. Könnte hingehen. Das heißt, ich muss das nur noch mal durchschnippeln. Schnippel, schnippel. Ja, andersrum, wie immer. Ich weiß nicht, warum ich immer die Schneide auf die verkehrte Seite mache. Das ist bei mir irgendwie seltsam.
So, wie viel ist denn da die Hälfte? Ich weiß nicht mal, wie lang das ist. Keine Ahnung. Sind 21, sind 10,5. 10,5. Jo, mit Gefühl gedrückt, hat geklappt. Und dann. Jetzt gucke mal. Doch, passt. Ist dann ein bisschen mehr innen, ist okay. Ist okay. Nee, das ist schief. Ah. Schief. Oh. Und das machen wir ab. Das brauchen wir nämlich nicht. Das sind wir doch schief. So, das ist ja zwar minimal kürzer. Ach mein Gott, das ist ja. Ist egal. Ist das. Das kommt sicher da nicht so genau bei einem Notizheftchen, ne? Ja, komm, ich will auch was sehen. Fein. Fein, fein. Ist gut so. Dann tun wir das da rein. So, ist gut. Dingens da. Eins. Zwei und ja. Die kleinen Hefte finde ich noch schwieriger zu machen als die großen. Ganz ehrlich. Bei den großen hat man mehr Pack an. Ja, toll. Super, wo habe ich jetzt die Schnitten da? Ja. Wir haben die Katzen ja auch jetzt Weihnachten ein klein bisschen verwöhnt, ne? So haben die dann, wenn mein Mann ein Frühstück hat, ein bisschen Schweinebraten bekommen. Und Heiligabend hat mein Mann ja seinen Rollbraten bekommen. Und da haben die ja auch was abbekommen. Ist ja klar. Jetzt meinen die aber, es gibt den ganzen Tag Leckereien, ne? ja. Ja, und bei ihrem Katzenfutter, da hatten sie dann noch Schlabber dabei. Ich weiß nicht mehr, wie man das Zeug richtig nennt. Das kaufe ich schon mal. Da ist ja, so eine, so ein Brei. Kann man Brei sagen? So eine Paste ist da drin. Und das mögen sie eigentlich ganz gern. Nicht alles. Ich meine Katzen sind ja auch sehr, sehr wählerisch, muss ich doch sagen. Aber da habe ich ihnen dann Heiligabend natürlich auch ein bisschen Katzenfutter mit dem Schlabber ja gegeben. An der einen Seite vom Napf Futter, an der anderen Seite Schlabber. Und jede Katze hat natürlich ihren einen Napf, ne? Sonst hätte mir Mord einen Totschlag. Das hat ihnen sehr gut gemundet.
Das Schöne ist immer, wenn sie Halbzeit machen und Napfwechsel. Das macht die Kleine dann immer etwas früher. Die frisst so schnell, ey. Dann hat sie dann ihre Soße und alles schon aufgefuttert. Und dann geht sie einmal um Mickey drumrum, guckt bei ihm. Manchmal da lässt er sie direkt dran und manchmal aber auch nicht. Ne? Dann reagiert er gar nicht. Und dann weiß er aber auch, sie muss warten. Das weiß er. Weil sonst wird er vertreten. Wenn Mickey verdreht wird, oh, da will keiner mit im Streit. Ah ja. Ja, auch die Katzen, die sind eigen. Haben ja auch eine Persönlichkeit. So, das sieht doch süß aus, das Weihnachtshäschen, oder? Da habe ich das auch schon mal. So. Und du bist jetzt auch so weit, dass ich das abmachen kann. So, jetzt habe ich zwei Büchlein. Die kommen mal auf Seite. Und jetzt muss ich mir irgendwas damit einfallen lassen. Ich würde hier gern so. Oder soll ich das hier oben hin? Hier oben hin wird auch, ne? Oder so. Boah, Fragen über Fragen nicht. Aber das hebt sich nicht genug ab. Das ist so, so. Pf, pf, Mann. Ich hätte aber hier dann ein bisschen mehr. Verstehst, wie ich meine? Ich gucke mal hier. Da habe ich schon noch so kleine Weihnachtsblöcke. Vielleicht ist da was dabei. Oh, nee. Das passt überhaupt nicht. Ja, die sind süß, aber. Das ist ein Zufall, too much rosa. Hier? Da war ich nie mit den großen Bildern, aber ist ja auch hier. Muss ich schon nicht wissen. Oh, guck mal. Da sind ja auch noch Dinger. Das ist ja schön. Da sind noch. Ja, das ist doch schon mal hübsch. Also, oder eins ist dann. Genau genommen könnte ich schon noch einfach Packpapier nehmen. Ja. Oder? Ist doch so. Dann kann ich auch einfaches Packpapier nehmen. Ich muss ja nicht viel haben. Ne? So. Und dann reiße ich das nur drumherum. Und ink das noch ein bisschen, dann kommt das da drauf und dann passt das auch. Oder soll ich da noch ein bisschen Spitze dann drunter machen? Jo. Jo. Da könnte ich aber auch die an die Fresse nur nehmen. Da ist das sowieso wurscht. Das sieht doch hübsch aus, oder? Wenn das nur so ein bisschen rausguckt, ja, das hole mal. Das nehmen wir. Und auch wieder Trupp. Ja, da kommt jetzt schon durchgequatscht. Ja, die ist ja auch dünn. So. Das hätte man. Und jetzt halt aufmachen, nicht vergessen. Halt Mimes ab. Und dann schauen wir mal. Ach, von Rückseite auch so schön, ne? Ja. Aber ein Christbaum mit lauter Rosen. Ich finde das so eine tolle Idee. Sieht so herrlich aus. Ja, ist auch ein Kontrast bei mir, wa? Zuerst ein Mystery Journal, was eher düster ist. Und dann
so ein, oh, bleib drauf, so ein, ja, fröhliches, verträumtes, verspieltes Dingens, ne? Ui, ja, ist aber schon. Komm, noch ein bisschen. Ja. Jetzt inken wir das noch. Schön, ne? Ich mag das ja so, der Kontrast der Farben mit Spitze finde ich schön. Hallo, komm her. So. Das sind aber die Rosen. Ja, so sieht man so unnett. Ah. Das ist hier zu lang. Das ist da einfach zu lang. Und hier das auch. Das muss auch weg. Action. Komm, geht nochmal drüber, ihr Ink. So oder so? Ne, so, ne? Hier oben hin, oder? Ja, doch. Gefällt mir. So, da müssen die Ränder ohne so richtig fest sein. Da darf ruhig ein klein bisschen hochstehen. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. So wirklich gefallen tut es mir immer noch nicht, aber ja, gut. Der Rest geht noch. Jo, jetzt mache ich da was Inka Gold drüber. In Silber. Für den Buchrücken. Ja, das riecht noch gut. Ist auch bestimmt noch weich. Ja. Uralter Zeug und da sind wir noch weich. Ja, es kommt auch oft auf die Lagerung an, ne? Oh, schön. Siehst du? Da braucht man ja nicht unbedingt immer Gott weiß was. Geht auch so. Und hier noch.
Also ich finde das schön. Und dann kann ich da nämlich auch noch was anderes drüber machen und da kommt dann trotzdem hübsch zur Geltung. Wie gut, dass ich bei meinem ganzen alten Zeug noch so tolle Sachen habe, die ich noch weiter mitbenutzen kann. Mir fällt mal richtig gut. So, jetzt wieder zumachen. In der Hoffnung, dass er doch zugeht. Ja. Ja, das ist das Ding. Ja, schmeiß runter. Jetzt habe ich es. Jetzt ist es wieder dicht. Das ist nämlich wichtig, dass man da auch immer dicht verschließt. Ne? Dann ist ja sonst was blöd. So, was ich jetzt noch da drauf mache, habe ich keine Ahnung. Jetzt wische ich da erstmal ein bisschen drüber. Dann glänzt das nämlich mehr. Ist ja eine Wachspaste. Die trocknet auch direkt. Und wenn man sie dann so ein bisschen überreibt, da fängt die an zu glänzen. Da sieht das aus wie Metall. Ja. So, was mache ich jetzt als nächstes? Die Löcher. Ich mache mir da jetzt Löcher rein. Und dann mache ich mir da silberne Nieten rein. Ich meine nämlich, ich hätte die hier. Ja. Dann mache ich mit Plastik ab. Oh, die ist ja stabil. Ah, brauche ich aber nicht. Oh, das ist aber blöd. Wenn ich das aufmache, dann brauche ich aber ein Döschen. Da waren die Leckerlis von der Katze für die Katzen drin, ne? Die einen, das waren Hühnerherzen, glaube ich, sagt mein Mann. Der hat das genau gelesen. Ich sagte, das war Fleisch. Aber der hat das genau gelesen. Er sagt, das sind Hühnerherzen. Und das haben die geliebt. Das haben die so geliebt. Aber die anderen, die Krabben oder was das war, Schrimps, Gedöns, da sind sie einmal dran, haben dran gerochen und da haben die mir einen Blick zugeschmissen. Boah, ey, das hättet ihr mal sehen sollen. Ich meine, Katzenfutter, ne? Nee, als wollte ich sie vergiften. Echt der Hammer. Ja, was habe ich gemacht, ne? Ich meine, draußen laufen hier noch Viecher rum. Da sind die Elstern und die ganzen Krähen. Pff, was soll das? Da haben die jetzt halt die Krähe. Du Popelchen rein da. Ja. Und jetzt. Ja, wunderbar. So will ich das haben. So will ich das haben. Ja, und jetzt hier mir genau da drüber über den Karton. Jetzt sag nur, ich komme da nicht drüber, ey. Das ist doch genauso dick wie vorne. Was soll denn der Quatsch? Ja. Jo. Jetzt habe ich jetzt fast gemacht wie mein Mann. Der kann auch so schön stöhnen, wenn der was macht. Der macht immer da. Der macht Geräusch. Ich lache mich jedes Mal schibbelig und dann muss er selber lachen und.
Das macht mir ja schon mal so, wenn man irgendwas macht. Ne? Da gibt mir seltsame Geräusche von sich. Also wirklich. Das, ja, und ist halt lustig. So. Die hätte man. Fein. So, und jetzt brauche ich noch. Aber das Bändchen nachher zum Zumachen, das kann ich noch gucken. Das habe ich auf jeden Fall schon mal soweit. Das habe ich soweit. Dann gehen wir mal hier dran. Also die Heftchen, die sind fertig. Dann will ich die noch irgendwo drin unterbringen. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Werde ich sehen. Das muss ich irgendwo reinmachen. Weiß ich auch noch nicht wohin. Das kann ich auch mal gleich machen. Dann habe ich noch Blümchen. Hier noch ein Tag. Und da noch Blümchen. Und jede Menge hier Gedöns. Und dieser geile Weihnachtsbaum. Ich liebe den, ne? Ich liebe den. Ich finde den so was von schön. Ja. Ah, das könnte ich auch noch falten. Da kann ich auch irgendwo reinstecken, einfach, ne? Ja. Komm, das falte mir jetzt. Oh, ich muss euch noch ankabeln, sonst zählt nachher wieder die Kamera aus. Einen Moment. So, und weiter geht's. Das wäre nämlich blöd gewesen, wenn das dann ausgegangen wäre, ne? Da habe ich schon auch in einem gesehen, das wieder verkehrt rum aufgenommen. Deswegen habe ich schon die Stopptaste gedrückt. Weil dann kann ich besser nachher das Video drehen, dann muss ich nicht. Dann weiß ich ganz genau, ah, da ist Teil 1 und da ist Teil 2. Teil 1 muss ich noch drehen. Das noch. So, und jetzt schauen wir mal. Also, das ist so rum. Das kommt so. Und das dann so. Oder ich mache es so, so, so. Und mache das da mit einem Magnet zu. Das könnt ihr woanders rum mit einem Magnet zumachen, ne? Ja. Können wir auch andersrum mit einem Magnet zumachen. Ich gucke mal. Ja, das sind die fetten. Ich habe auch noch kleine. Oder soll ich einfach ein Bändchen machen? Ein Bändchen, womit man zumacht, wäre ja auch schön, ne? Und da kann man die Nachricht reinschreiben. Ja. Wie ist denn jetzt ein Kuvert gefaltet? Doch, ist doch so gefaltet, oder? Ich weiß nicht mehr, wie ein Kuvert gefaltet ist. Ist das erst nach oben oder sind die Seitenklappen erst nach oben? Ich weiß es nicht. Aber so würde es gehen. Da ein Magnet und da ein Magnet. Habe ich denn so kleine Magnete noch da? Sekunde. Ja, habe ich. Habe ich. Also entweder die oder die. Ich finde die überhaupt. Also ja, die haben beide die gleiche Größe. Ja, die haben beide die gleiche Größe. Doch, mache ich jetzt so rum, ne? Ja. Und wie ist das jetzt? Wie kriege ich das jetzt raus? So kriege ich das raus, ja. Gut. Okay. Ich bin phänomenal fantastisch. Ich habe das schon benutzt, aber man sieht, das ist hier schon vergilbt, ne? Das ist schon einige Jahre her. Und gut. Das lege ich jetzt erstmal dahin. Da habe ich nämlich so ein Regal und da sind so Metallhalter. Da pappen die ganzen Magnete dran.
Jo. So, und sie hat geht auch voneinander. Ja, geht auch voneinander. Das ist super gut. Super, super gut. Gott, da kommt da schon wieder haufenweise raus. Mein lieber guter Kleber. Mein Kleber. Muss ich Tuch wieder zusammendrücken. Oh. Und ich wieder da ein bisschen hin. Ich will ja nicht, dass der Magnet rausguckt. Er sollte ja schon verdeckt sein. So. Und von der Seite auch ein bisschen Kleber. Ein. Oh, und wann dem Letzten habe ich wohl ein bisschen zu feste da drauf. Ihr drückt. Und seitdem kommt was viel Kleber raus. So, dann habe ich das nämlich mit Magnet zu. Da kann man da Geheimnisse drin unterbringen und man kann das aber auch noch benutzen. Wenn man will, kann man da irgendwo hinkleben oder man lässt das einfach so. Ist doch schön, ne? Ja, und jetzt halte ich das hier fest. Das ist ja echt, ja. Aufregend, ne? Ich glaube, ich hole mir da mal was. Ja, das ist die andere Dose. Da habe ich meine Ecken reingetan, weil die Holzdose, die brauche ich, die wird verbastelt. Die hatte ich immer eine Holzdose. So. Jetzt will ich das einfach mal irgendwo reinkleben. Nehmen wir das doch hier, oder? Einfach so. Das wäre doch super gut. Sollen wir mittig machen, ja, wa? Machen wir mittig. Mittig oder doch nach oben oder nach unten? Ja, mittig ist auch schön. Wieso habe ich denn das da so leicht verbogen? Das ist auch nicht schön. So. Ja, komm, machen wir so. Jetzt bräuchte ich doch nochmal Kleber. Dann stelle ich so lange die Dose da drauf. Da ist das auch gut. Ja, und dann machen wir das wirklich als Tasche. Das ist nämlich dann richtig cool. Kann man da nämlich schön was drin verstecken. Ah ja, ach komm, machen wir mit dich. Oder so ungefähr. Ja, ich hätte aber auch ein bisschen mehr. Ach, mal auch hoch. Schiebe es Englisch und Englisch ist modern, Jod. Komm. Ist ja so. So, dann könnte man das auch noch ankleben und oder? Ach, ich finde die ja auch so schön. Ne? Die könnten ja eigentlich irgendwo, wenn ihr einen schmalen Streifen mit eingebaut hätte, was ich natürlich nicht habe, da könnte ich die wunderbar mit einarbeiten. Ja, hätte, 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 hätte. Habe ich aber nicht. Das ist auch schön fest geworden. Und wenn ich ja, da kann man das aber ruhig machen, ne? Ja. Oder? Ja, doch, das klappt mir ja nach hier aus.
Bauen wir da einfach eine Tasche rein. Ja, zack, bumm, fertig. Das passt ja gut so. So, und da tue ich dann den Tag rein. Im Moment nur ein bisschen. Sonst haue ich den nämlich voll in den Kleber rein, dann ist er weg. So, das kann so bleiben. Da könnte man jetzt theoretisch praktisch gut. Ich habe auch noch eine kleine Sicherheitsnadel. Jo. Nee, das ist so nett. Oder hatte ich die in die Büchse geschmissen? Das könnte natürlich auch sein. Ich die in die Büchse. Jo. Da habe ich die anderen Sicherheitsnadeln. Da habe ich noch so ein süßes Bildchen. Aber das ist. Ne. Die passen zu. Ja, könnte ich da drin festmachen. Ich kann aber auch nachher war nicht. Ja. Nee. Nee. Nee, das geht nicht. Ja, nee, doch. Oder auch nicht. Das klebt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Und dann brauche ich ja noch vorne und hinten auch noch Taschen. Oder sowas. Ne? Brauche ich ja da auch noch. Ich könnte das auch. Ja, da ist doch so ein. Geht das vielleicht da drauf? Boah, ey, das geht. Guck dir das mal an. Ey, dann machen wir da noch näher rum. Das kann man so da drauf schieben. Und dann bleibt das drin. Oh, das ist doch gut. Moment, jetzt habe ich das aber beim ersten, ne? Ach, ist doch wurscht. Komm, jetzt suche ich mir hin auch so ein Pinopsel. Hier. Da habe ich schon noch so ein Pinopsel. Hier, der passt. Ja, der passt wunderschön. Komm. Da schieben wir das da drauf. Ach, das ist doch toll. Man kann sie dann runternehmen, man kann sie dran lassen, man kann das dann festkleben. Ja, nicht so ganz da. Und dann als Tasche nehmen, das geht. Man kann da dann ein Büchlein reinmachen oder Zettelchen. Da auch. Das ist doch toll. Doch, so super gut. Gut. Dann mache ich das jetzt so rum. Denn. Bist du jetzt schön am Trocknen oder gehst du wieder ab? Aha. So haltet auch. Denn ich habe hier die silbernen Ecken. Wenn ich das sowieso schon alles in Silber mache, dann kann ich auch die silbernen Ecken nehmen. Sind gleiche, ne? Ja. Ich habe auch hier die Altsilber, aber die will ich nicht nehmen. Die. Ne. Die fallen mir dann nicht. Da will ich die haben. Auch Döschen. Ja. Auch Döschen. Guck mal, das sieht doch hübsch aus, oder? Das sieht doch echt hübsch aus. Gefällt mir gut. Machen wir da dran. Das machen wir noch dran und dann sind wir für heute wieder fertig. Bitte geht so weit. Danke. Ich hätte vielleicht ein bisschen antrocknen lassen, bevor ich es drauf tue.
Gut. Es hält. Es hält. Das reicht. Ja. Oh, jetzt habe ich voll rein. Oh, jetzt habe ich richtig reingepackt. Oh, und das liebe ich ja. Das liebe ich ja. Oh Mann. Das ist ein Runterrutscher. Wow. Ich mach das nicht. Und da, wo mich heute Katze erwischt hat, da brennt er ein bisschen. Ja. Gesund ist das bestimmt nicht. Ist mich aber auch real. Bei manchen Sachen, da geht es halt nicht anders. Was soll das? Ja. So, danke. So, und jetzt bitte ohne die Finger voll zu matschen. Wäre schön, wenn du aufpasst, Mädchen. Danke. Ja, das ist so ein bisschen Weihnachtsjournal dann, aber nicht unbedingt total, ne? Oh, mir juckt schon wieder eine Nase. Oh Mann. Gut. Und dann lassen wir jetzt fein trocknen und dann hätte man für heute. Ja. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.